Warnung! Dieses Special zeigt einen Teil von Stevens Alltag. Viel Vergnügen! Eieieiei. Vorsicht! Ja, ja. Simon hat Hunger. Halt die Klappe. Endlich. Eure Peinbe. Lord Arthas, oh. Unsere Streitkräfte können die Flugbestien nicht angreifen. Wir müssen handeln, ehe wir zu Asche werden. Ja? Gruftbestien können sie zu Boden zwingen. Was soll das denn? Ah, endlich. Ja, das Spiel ist geil. Ja, was soll denn das, Mann? Ey, jetzt reicht's mir. Warum bist du hier reingekommen? Was hat der? Ich weiß die Antwort, weil Baum, ne? Baumkuchen. Ey, nein, aber echt. Ich weiß absolut nicht, setz dich doch. Ich weiß absolut nicht, was könnte ich für mein 300 Abonnenten-Special machen? Hallo erstmal. Hallo. Ich weiß es nicht, vielleicht könnten wir zocken. Zocken, okay. Okay, dann lass ein Lied raussuchen. Sehr schön. Nö. Das nehmen wir. Nein. Ja, wohl. Das ist doch perfekt. Oder das hier? Yeah! Okay, nehmen wir Mr. Bombastic. Mr. Bombastic. Musst auch schaffen. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah! Yes! Das nehmen wir! Yeah. Jetzt geht's los! Yeehaw. Ich mach dich fertig! Yeah. Du sagst auch noch mehr, du freust dich, wenn du verlierst! Yeah. Aha. Aha. Bitte auf mitzusehen, das bringt aus meinem Konzept, ey. Ich hab mich verfügt. Oh mein Gott, besiege ich dich. Du bist nur Herr der Bongos, tja. Ja, weil tut mir leid, du bist nur ein Herr der Bongos, ich bin ein Virtuose. Okay. Oh, scheiß Dixie-Klo-Tipps. Okay. Was nehmen wir jetzt? Oh yeah. Ja, lass mal was Schweres nehmen. Etwas Schweres, genau. Das war eben schwer. Wir nehmen das hier. Mario, nein, das meine ich nicht. Doch, das machen wir. Das ist übel schwer. Jetzt legen wir richtig los. Hör auf damit. Das macht mir Angst. Bam. Ich mag's doch. Du musst da alles Schwierige machen. Und ich hab nur diese einfachen Klatschen. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ich treff dich. Durcheinander. Tja, du kannst es halt nicht. Oh scheiße, jetzt hab ich verklickt. Ich hätte es nicht sagen sollen. Oh, wir hätten jetzt wieder mal gewonnen. Die Entscheidung. Okay. Tja, also, ich habe mal wieder die längste Kombo hingelegt, ne? Tut mir auch so leid.
Hey, ich bin diesmal nur Herr der Bongos, aber du bist nur ein genialer Gorilla. Ich bin gut. Okay, irgendwie ist mir jetzt langweilig. Mir auch. Wollen wir was anderes machen? Na. Warum natürlich! Dann? Okay. Ja, Donkey Kong war vielleicht ganz lustig. Aber auch irgendwann mal wurde es langweilig, ne? Ich bin deiner Meinung. Ja. Aber was zu ganz anderem hier. Ich habe, wo guckst du hin? Ich habe ein neues Headset. Wie findest du es? Gut. Echt? Scheiße, finde ich es eigentlich. Hey. Du kaufst ja immer neue Sachen. Das hat mich 40 Euro gekostet. Okay, du hast irgendwie recht. Wusstest du, fällt mir jetzt gerade mal so am Rande ein, das ist Fakt, das ist wirklich Fakt, ich habe fürs Let's Play jetzt schon, glaube ich, summa summarium über 200 Euro ausgegeben. Oh, ja, das ist hart, ne? Sehe ich, dass das jetzt auch noch schrottet. Soll ich dir mal ein paar Sachen aufzählen? Okay. Verrückt eigentlich, ne? Ja, kann man sagen. Angefangen hast du schon mal. Ja, hallo. Wo ist das Ganze gleich? Ich habe Verwandte. Nein, fangen wir an mit meinem allerersten Headset. Ich habe ja die ersten Parts in meinem Headset aufgenommen. Es hat mich, glaube ich, 20 Euro gekostet. Das fand ich nach ungefähr 10 Parts total scheiße, oder nach 6, 15 Parts oder so. Dann habe ich mir mein Mikro zugelegt. Also mein Standmikro. Das habe ich ja eingeweiht, wo du das erste Mal als Gast dabei warst. Erinnerst du dich? Bei Benjo und Kazooie? Ja. Yeah. Ja. Ja, das hat mich auch nochmal 30 gekostet. Dann, mein Dessel-DVD-Recorder 30. Was war da noch? Ah ja, Gamepad 30. Das benutze ich jetzt aber nicht mehr. Ich benutze jetzt was anderes als Gamepad. Nö, das ist ein Xbox-Gamepad. Das kann man, wenn ich zu zweit gegen einen Freund spiele, noch benutzen. Und, was kommt da noch so zusammen? Da war noch was. So ein Umschaltpult, was ich mir völlig sinnlos gekauft habe, weil ich es gar nicht brauche. Willst du es haben? Für 15 oder 10 oder so. Dann, ein AV-Skat-Kabel für 10 Euro. Das benutze ich aber. Eine Webcam habe ich mir gekauft. Die hat zwar nichts mit Let's Play zu tun, aber mit den Abo-Specials. 30 Euro. Wisst ihr noch? Ja, jetzt mein Microsoft-Headset, was Schrott gegangen ist, 30. Jetzt mein jetziges Headset, 40. Und da war noch was, oder sind wir schon bei knapp 200? Knapp. Knapp. Da war noch was. Egal. Du bist stolz drauf, oder? Ich bin sehr stolz darauf, dass ich ein Let's Play-Suchti bin. Ja. Lecker. Das ist aber nicht Wolvik, ne? Das ist Tee. Tee. Ich hasse Tee. Ich liebe Tee. Ja, und wie läuft Schule so? Wir sind in der gleichen Klasse, hallo? Oh. Ja, ja. Okay. Du sitzt neben mir. Ich sitze ja sogar neben dir, da hast du recht. Und ich nerv dich immer in Mathe. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber trotzdem, sonst irgendwelche Beschwerden über Lehrer so. Ja, Frau Knob. Frau Knob. Oh ja, Frau Knob. Grundschullehrerin, ja, oder Herr Klingebeil. Der ist gut im Mathe eigentlich. Dieser Klingebeil. Er ist eigentlich Glöckchen, Klingebeil. Ja, ey, der nervt mich voll immer, wenn er irgendwo lang geht, immer. Ja, das ist so geil, wie zum Schlüssel so bring. Und ich hab, weißt du noch, wo ich ihn gefragt habe? Was? Warum er immer so gut steht mit den Schlüsselbomben? Er sagt ja so, frei zu machen. Ja, ey. Als wenn es nicht in der Hand geht. Als ob die Schüler keinen Respekt vor ihm hätten, wenn er nicht klingeln würde. Das ist dumm. Aber jetzt nochmal zu Frau Knob. Ja, zu Frau Knob. Was denkst du, was ist in der Geschichtsarbeit? Geschichtsarbeit. Ich will dieses Thema nicht ansprechen. Ich habe Angst vor der Geschichtsarbeit. Nein, also. Naja, wirklich Frauen habe ich sie. Ich auch nicht. Ich habe alles verstanden. Nur zwei Fragen. Zwei Fragen ist auch eine Menge. Ja. Hast du die letzte Frage? Was war die letzte Frage? Wie die Leute die Kriegsbegeisterung früher fanden und wie es heute ist. Ja, also das... Das war die einfachste Aufgabe. Ja, eigentlich schon. Früher fanden die Deutschen das voll cool so, yeah, will Krieg. Und heute so, ich will lieber mein DS zocken.
Ja, das ist die heutige. Ja, das Suche. Bist du. Woher weißt du das? Stell vor, Angela Merkel sitzt im Reichstag mit DS. Ja, so Barack Obama, er hält da gerade eine Rede. No, I just play a DSI. Das war ein typischer Flachwitz. Das würde passen. Ja, Beine heben, Flachwitz kommt. Hast du den Witz verstanden? Nein. Okay, pass auf, ich habe einen Witz, den habe ich neulich von den Außenseitern gehört. Marvin. Nein. Was haben die Außenseiter? Nein, die Außenseiter sind eine Gruppe in YouTube. Kennst du die nicht? Nein. Okay, scheiß drauf. Sie haben den Witz erzählt. Gehen zwei Typen durch einen Tunnel. Sagt der dritte zum vierten, ich glaube, hier ist ein fünfter. Sagt der sechste, verstehe ich nicht. Okay, Freunde, danke für 300 Abonnenten. Das war ein kleines Beispiel davon, wie ich mein Leben verhalte, wenn ich keine Let's Plays drehe. Geholfen hat mein Freund Marcel. Ja. Hallo. Hallo. Ja. Ihr kennt mich sicherlich, ne? Ja, aus... Von Abenteuer auf dem Spielplatz. Abenteuer auf dem Spielplatz, das war das schlimmste Smash. Und dieser Hügel, da wurde jetzt eine Seilbahn drauf gebaut und ich bin da runtergefallen. Ja, ihr erinnert euch noch, er hat getan, als ob er die Seilbahn runtergefahren ist und jetzt ist da wirklich eine und er ist runtergefallen. Ja, das ist der Marcel. Ja, was machst du jetzt hier noch? Du wolltest mir nur bei meinem Special helfen, hau jetzt ab. Tschüss. Nur einfach abhauen. Ja, tschüss. Tschüss. Oh. Was hast du hier zu suchen noch? Du hast es nicht vergessen. Ich habe die Sachen vergessen. Hält. Hauste ab aus meinem Zimmer. Tschüss. Tschüss. Was hat der Typ nur? Wie er leibt und lebt. Ciao, Freunde.